Wer waren die ersten Zuschauer und wie haben die reagiert, als sie den Film zum ersten Mal sahen? Ja, das war also wirklich ein überwältigendes Erlebnis. Der Film war schon einige Monate vorher fertig und sollte aufgeführt werden im März, glaube ich, sollte die Premiere sein. Und da kam der Einmarsch nach Österreich und da haben die Theater, der Verleiher, das verschoben. Und dann sollte erst ein halbes Jahr später, und da habe ich protestiert, weil ich sage, man macht mir schon so viele Vorwürfe und jetzt noch mehr. Und dann kam die Entscheidung, dass Hitler an seinem Geburtstag, dass der Verleiher sagte, das wäre eine gute Sache, wenn der Film am Geburtstag von Hitler gezeigt werden würde. Und Hitler hat eingestimmt, hat es gemacht und dadurch war das natürlich sehr festlich, weil alles, was einen Namen hatte, alle Künstler waren eingeladen, alle Diplomaten waren eingeladen und alle Ausländer waren eingeladen. Ich selbst bin ziemlich erschöpft zur Premiere gekommen, hatte nur einen französischen Skiläufer mitgebracht, mit dem ich befreundet war, und meine Eltern. Und ich muss Ihnen sagen, wie der Erfolg, wie während des Films geklatscht wurde, hatte ich eigentlich ein furchtbar, war ich furchtbar traurig, ich war gar nicht glücklich traurig, denn mir kam erst vor, die ganzen schwierigen Jahre vorher, was ich mitgemacht habe, dass der Film so wird. Also ich war benommen. Und glücklich war ich erst ganz am Ende, wo alles vorbei war, wo vorüber war, da war ich dann sehr glücklich, denn besonders aus Griechenland kam der Botschafter und brachte mir einen Olympiazweig von den Olympischen Städten. Und das war dann schon sehr schön, ja.